SPD-Fraktionsvorsitzenden zur politischen Lage. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat einen Pakt für den Klimaschutz vorgeschlagen. Sind Sie soweit? Ja? Okay, alles klar. Sah so aus, als bräuchten Sie noch Zeit. Meine Damen und Herren, Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, hat einen Pakt für den Klimaschutz vorgeschlagen. Herr Altmaier bringt etwas ins Gespräch, was wir bereits für notwendig gehalten haben vor einer längeren Zeit. Vor über einem Jahr haben wir einen nationalen Klimakonsens gefordert. Die Entscheidungen, die wir für den Klimaschutz treffen müssen in politischer, ökonomischer und technologischer Hinsicht, die werden länger halten als eine Legislaturperiode. Und deshalb ist es sinnvoll, auch die Parteien der demokratischen Mitte hinter einem Klimakonsens zu versammeln, damit unsere Gesellschaft, damit die Wirtschaft, damit diejenigen, die an Innovationen arbeiten, Planungssicherheit haben, einen längeren Planungshorizont erhalten als nur eine Legislaturperiode. Insofern begrüßen wir dieses heutige Gesprächsangebot von Herrn Altmaier. Zugleich bedauern wir, dass so viel Zeit ins Land gegangen ist. Wir stellen uns indessen die Frage, wie ernst dieses Gesprächsangebot tatsächlich gemeint ist. Wir begrüßen einen Klimapakt, der in das Zentrum marktwirtschaftliche Instrumente stellt. Wir fordern einen echten Emissionshandel, der Anreize für klimaschützende Technologien gibt und für Einsparungen, die über den Preis belohnt werden. Ein solcher marktwirtschaftlicher Mechanismus ist der CO2-Zertifikatehandel, den wir gerne auch auf nationaler Ebene für alle Sektoren einführen würden. Einem solchen ambitionierten Klimapakt würden wir gerne beitreten. Ein Klimapakt indessen, der nur eine Einigkeit zwischen CDU, CSU und Grünen herstellen soll, dem könnten wir ohne weiteres eben nicht zustimmen. Denn wir möchten auf den Wust an Quoten, Verboten und Subventionen verzichten und auf ein schlankes, aber wirksames Instrument mit einem CO2-Limit und einem marktwirtschaftlichen Suchprozess nach Einsparungen setzen. Im Übrigen scheint Herr Altmaier mit dieser späten Ankündigung in der Legislaturperiode auch von den Defiziten der bisherigen Politik der Bundesregierung ablenken zu wollen. Im Grunde gibt er ja zu, dass die Klimapolitik der Großen Koalition offensichtlich nicht erfolgreich gewesen ist. So enthält auch sein heute unterbreiteter Vorschlag eine Reihe von Widersprüchen. Einerseits werden marktwirtschaftliche Anreize plötzlich betont, die wir schon lange fordern. Andererseits wird auch ein nationaler CO2-Festpreis gelobt, der eben keine marktwirtschaftlichen Anreize setzt. Das ist die schon bekannte verkappte CO2-Steuer. Außerdem wird eine starre Klimaschutzquote für das Bruttoinlandsprodukt gefordert. All das passt noch nicht zusammen und kann sozusagen nur Teil eines Brainstormings sein für einen nationalen Klimakonsens, aber noch nicht dieser Konsens selbst. So viel zu diesem Thema von unserer Seite. Wenn Sie nichts weiter haben, wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.